Jo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Red Life. Das Video ist sehr gut angekommen, sehr gut sogar. Danke für die Unterstützung und für den großartigen Support. Und ein paar haben mich angeschrieben, ob ich ein Video machen kann, wo ich meinen Abschluss mache. Und das möchte ich heute machen. Und zwar, ich habe ein paar, ja, 60.000 habe ich zur Verfügung. Ich glaube, das geht sich aus. Und die erste ist ja die mittlere Reife, die Abschluss. Und ich muss vorab noch sagen, ich muss natürlich die Antwortmöglichkeiten zensieren. Oder beziehungsweise ich mache noch einen Cut, wo ich nachher die richtige Antwort klicke, beziehungsweise die falsche. Kann ja sein, dass ich das falsche aufmache. Ich hoffe es jetzt einmal nicht. Das war ein bisschen peinlich. Ich war noch nie so gut in der Schule, aber egal. Also nicht wundern, falls dir ein bisschen was zensiert ist oder so. Und ja, wir fangen jetzt einmal an mit der mittlere. Und hier ist ein Spieler schon online. Aua. Los. Bug, okay, wir haben einen Bug gefunden. Müssen wir beheben, das sage ich heute den Owner, oder weil ich glaube nicht, dass er so gehört. Glaube ich jetzt einmal, schauen wir mal. Und ja, wir werden jetzt einmal schauen, wir werden jetzt einmal die Prüfung machen. Also der Starten kostet 1000 Euro, sage ich jetzt einmal. Und wir starten mal den Test. Erste Frage, möchtest du den Test? Ja, okay, ja, ich möchte. Gut, erste Frage, Aufgabe 1. Ella und Tina bekommen immer samstags von ihren Eltern Taschengeld. Da Ella ein Jahr älter ist, erhält sie 2 Euro. Mehr als ihre Schwester. Zusammen erhalten die beiden von ihren Eltern genau 15 Euro. Wie viel Taschengeld bekommen die beiden jeweils? Gut, die Ella ist 2 Jahre älter, also das bekommt sie auf 2 Euro mehr. Insgesamt bekommen die 15 Euro. Das heißt, normalerweise, so würde ich jetzt mal sagen, durch 15 durch 2 und dann die 2 Euro plus bei Ella rechnen. So mache ich jetzt mal, schauen wir mal, ob es stimmt, keine Ahnung. Also ich zeige, die Lösung kann ich euch zeigen, also beziehungsweise die Antwortmöglichkeiten kann ich euch zeigen. Dann, was ich draufklicke, das werde ich zensieren, beziehungsweise auch cutten. Schauen wir mal. Erste Antwort ist Ella 8,50, Tina 6,50. Zweite Antwort Ella 9 Euro, Tina 6 Euro. Und dritte Antwort ist natürlich Ella 6,50 und Tina 8,50. Gut, ja, ich rechne ganz kurz den Kopf einmal und dann werde ich meine Antwortmöglichkeit, also meine Antwort, draufklicken. Gut, Leute, erste Antwort habe ich einmal hinter mir. Ich habe es richtig, zum Glück. Und wir werden jetzt schauen, Aufgabe 2. 5 Freunde treffen sich an einem Montagabend in ihrer Stammkneipe und wollen ein kleines Dart-Turnier veranstalten. Jeder der Spieler muss bei diesem Turnier einmal gegen jeden spielen. Ein Spiel kostet am Dartautomat 2 Euro. Wie viel Geld müssen die Freunde insgesamt für die Spiele ausgeben? Also 5 Freunde treffen sich an einem Montagabend. So 5 Leute sehen sie mal. Ein kleines Dart-Turnier veranstalten. Jeder muss einmal gegen jeden antreten. Und dann pro Spiel kostet das 2 Euro. Okay, erste Antwortmöglichkeit ist 40 Euro, zweite ist 10 und dritte ist 20. Gut, ich werde wieder mal meine richtige Antwort wählen und dann ja, sehen wir es gleich bei Aufgabe 3, hoffentlich. Gut, Leute, ich habe es wieder geschafft, zum Glück. Die dritte Aufgabe ist, 2 Väter und 2 Söhne stellen sich nebeneinander vor einem großen Spiegel auf. Doch im Spiegelbild sind nur 3 Personen zu sehen. Wie kann das sein? Also 2 Väter und 2 Söhne stellen sich nebeneinander vor einem großen Spiegel auf. Doch im Spiegelbild sind nur 3 Personen zu sehen. Antwortmöglichkeiten. Antwort 1. Eine Person versteckt sich. Vor dem Spiel stehen nur 3 Personen, Großvater, Vater und Sohn. Ein Kind ist nicht groß genug für den Spiegel. Okay, ich werde wieder meine richtige Antwort draufklicken und wir sehen uns hoffentlich zu der nächsten Frage. Gut, Leute, ich habe es wieder geschafft. Und ich wollte noch dazu sagen, oben links seht ihr immer die Kategorie. Wir hatten jetzt gerade Logik und jetzt haben wir noch eine Logikfrage. Jetzt Aufgabe 2. Nochmal. Okay, ja, pro Sparte gibt es verschiedene Aufgaben. Okay. Du bist mein großer Bruder in unserer Familie, aber ich bin nicht dein Bruder. Wer bin ich? Erstens dein Stiefbruder, deine Schwester oder dein Cousin. Ja, so sei. Ich weiß nicht, wie ihr das sagt. Okay, gut. Ich werde wieder meine richtige, hoffentlich richtige Antwort auswählen. Gut, Leute, wir haben es wieder geschafft. Jetzt sind wir in Kategorie Englisch und Englischkenntnisse war ich noch nie so gut. Ja, gut, wir werden jetzt mal schauen. Und zwar die Aufgabe ist, translate into German. Irregardless. Okay, erste Antwort ist unabhängig davon, abhängig davon oder bedingt von. Okay, gut, Leute, nächste Aufgabe ist wieder Englisch.
translate into German, Shutter. Erste Antwort ist Tür, Tor. Das kann es nicht sein, das weiß ich. Antwort 2 ist Schlüsselloch und Antwort 3 ist Fensterladen. Gut, also Namen, also Wort Shutter müssen wir translaten. Also ich klicke wieder wie immer auf die Antwort, beziehungsweise ich hoffe, dass es die richtige Antwort ist und wir sehen uns gleich wieder. Gut, Leute, ich habe jetzt zwar die letzte Frage, ja, sieht man es unten. Du hast nun Abitur freigeschaltet. Gut, das heißt, wir haben jetzt unter MSA, ich glaube, sieht man das jetzt schon? Nein, sieht man nicht. Ich glaube, ich muss einmal neu rejoinen. Ich rejoine schnell, Leute. Ja, genau. MSA, jawohl, wir haben die MSA fertig, Leute. Und ja, hat jetzt nicht so lange gedauert. Und gut, also rein theoretisch könnte ich den nächsten gleich machen. Abitur. Wo ist der Abitur? Da ist der Abitur. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es jetzt alles in einem Video mache oder ob ich sage, nein, ich mache jedes Video einen Abschluss. Also ich mache jetzt noch Abitur, zumindest versuche ich Abitur zu machen. Und dann, glaube ich, im nächsten Video könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich alles in einem Video nachher machen soll, den letzten drei Abschluss, glaube ich, sind es nachher nur mehr. Oder ob ich das wieder einzeln machen soll. Könnt ihr noch entscheiden, ich Abitur mache ich noch schnell fertig. Gut, also Polizeimeister könnte ich werden, Einzelunternehmer und Finanzberater. Test starten. Gut, erste Aufgabe ist gegeben, sei die folgende Aufgabe. Wie groß ist x? X, also 6 plus Klammer 8 minus 2 ist gleich x minus 2. Gut, da würde ich sagen, erste Aufgabe ist Antwort x ist 12, x ist 14, x ist gleich 10 oder x ist 16. Wir werden gleich wieder herausfinden, ob ich es richtig schaffe und also richtig geraten habe, beziehungsweise ob ich es wirklich weiß. Ich muss da immer meistens ein bisschen überlegen, wie bei den Gleichungen in Mathe, ob es Gleichungen heißen die, muss man immer ein bisschen mehr überlegen, weil ich da früher nicht so gut war. Gleichungen war nicht meine Sparte, überhaupt nicht. Und ich überlege ganz kurz, aber ich mache eh einen Cut, also ihr seht gleich, ob ich es geschafft habe oder nicht. Gut Leute, ich habe zum Glück die Antwort jetzt richtig. Ja, Aufgabe 2, wie groß ist A bei der nächsten Gleichung? Also 9 mal, nenne ich jetzt, glaube ich, jetzt 9 mal 3 minus Klammer 8 minus A, Klammer zu, ist gleich 2A plus 14. Gut, wir werden gleich einmal schauen, ob ich es richtig habe. Ich lese noch die Antworten vor. Antwort 1, A ist gleich 2. Antwort 2, A ist 15. Antwort 3, A ist 5 oder A ist 10. Gut, ich werde wieder überlegen kurz und dann schauen wir mal, ob ich es geschafft habe. Richtig, zum Glück, war schon ein bisschen schwieriger. Nächste Aufgabe 3 ist, wie groß ist x in der nächsten Gleichung? Minus 5, oh mein Gott, minus 5, Klammer 7 plus x ist gleich x minus 5 ist gleich minus 42. Entweder x ist 3, x ist 1, x ist 4 oder x ist 0,5. Ich überlege wieder kurz und dann werden wir gleich schauen. Bis gleich. Gut Leute, ich habe es wieder geschafft und jetzt kommt die Logikfrage. Wenn Ostern auf Pfingsten fällt und Weihnachten nach Ostern ist, stimmt es dann zu sagen, Pfingsten ist vor Weihnachten? Es stimmt oder stimmt nicht? Also, das ist die richtige Logikfrage, also man muss sehr, sehr, sehr logisch denken. Und ja, wir sehen uns gleich wieder, Leute. Gut Leute, ich habe es wieder geschafft. Oh, ich schwitze schon halb. Okay, nächste Logikfrage. Welche Buchstaben setzen die Reihe fort? Y, W, V, T, R, Q, O, M, L, J, H, G. EDA, DBA, ECB oder ECA. Y, W, V, V, W, X. Okay, ich überlege wieder, Leute, und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, Leute, ich habe die letzte, das war jetzt, glaube ich, am längsten, ehrlich gesagt, überlegen müssen. Das war eigentlich nur so, okay, erkläre ich euch nicht, wie ich das jetzt gemacht habe. Und ich habe das jetzt erledigt. Das heißt, ich habe jetzt auch meine Abitur abgeschlossen. Ich werde noch schnell nochmal rejoinen und ihr seht, ich habe jetzt meine Abitur abgeschlossen. Jawohl! Nächste Folge, Leute, werden wir die letzten, glaube ich, 3 sind es nur mehr, die Master machen. Und nein, 2 sind es, glaube ich, nur mehr Master und Doktor, wenn ich weiß, wo das ist. Ich glaube, das war da hinten, oder? Wo war der Doktor? Wo ist Doktor? Doktor, Titel, wo bist du? Da hinten? Nein, da war das Bibliothek. Bibliothek. Da unten ist Doktor. Oh, wo ist Doktor, Digga? Mittlere Reife, ja, habe ich schon. Wo ist Doktor?
Okay, ich finde gerade nicht Doktor, ich glaube, das ist die Toilette, ja. Okay, ich finde gerade Doktortitel nicht. Wie gesagt, nächste Folge werde ich Master machen und dann mein Doktortitel. Dann habe ich auch einen Anspruch auf den Präsidentenrang, beziehungsweise keiner kann sich mehr sagen, ich kann Präsident nicht werden oder sein. Ja, genau, also nächste Folge werde ich Master machen und auch natürlich den Doktortitel. Ich bedanke mich fürs Zusehen, Leute. Falls ihr mitspielen wollt, unten ist der Link zum Red Life Discord-Kanal. Einfach mal joinen, Leute. Und dann könnt ihr gerne mit Teammitgliedern reden. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns auf dem Server, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.